Entschuldigen Sie. Hallo? Sind ja. Sie der Staatsanwalt Römer, der im Verfahren gegen den Kobolden zuständig ist? Ja, guten Tag bin ich. Wer sind Sie denn? Ich bin Carla Weber. Ich bin die Schwester der ermordeten Tina Maurer. Ah, okay. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also der Doppelmord von meiner Schwester und von meinem Schwager nimmt mich noch immer sehr mit. Aber das glaube ich Ihnen. Ich habe da vielleicht ein paar Sachen, die Sie sehr interessieren würden. Was haben Sie denn? Hier, und zwar habe ich gestern beim Ausräumen der Sachen meiner Schwester was gefunden, weil ich habe das meiner Nichte Anna, habe ich das abgenommen, weil dazu ist sie noch gar nicht in der Lage. Ich habe einmal hier eine Patientenakte von Jennifer Hansen gefunden, einmal dieses Foto und einmal, schauen Sie sich das mal an, ein Brief, wo drin steht, ich weiß genau, was ihr getan habt und dafür werdet ihr bezahlen. Das ist doch alles irgendwie komisch. Vor allen Dingen, warum hat sie eine Patientenakte? Aber sagen Sie mal, ich wusste gar nicht, dass Ihre Schwester als Krankenschwester gearbeitet hat. Sie ist doch Kosmetikerin, zumindest richtig. Weiß ich das aus den Ermittlungsakten so. Richtig, sie hat niemals als Krankenschwester gearbeitet, meines Wissens. Aber das sieht doch alles sehr echt aus. Und das ist richtig. Dann die Akte, das ist wirklich alles so. Also passen Sie auf, geben Sie mir bitte auch den Brief. Ich werde die Kriminalpolizei damit beauftragen, da mal nachzugucken, was es damit auf sich haben könnte. Und dann schauen wir weiter. Ihr Vorname ist Nico. Sie sind am 19. August 1982 in Hamburg geboren, haben bis zu Ihrer Verhaftung in Wendorf gewohnt, ledig, kinderlos. Und zuletzt haben Sie als Aushilfe in der Pizzeria gearbeitet. Der Angeklagte zwang am Abend des 29. November 2005 die Eltern seiner Freundin Tina und Frank Maurer im Wohnzimmer ihres Hauses zu einem Gespräch. Weil er sich dafür rächen wollte, dass beide gegen seine Beziehung zu ihrer Tochter Anna waren, zog er eine Pistole und richtete Tina und Frank Maurer mit zwei Kopfschüssen regelrecht hin. Sagen Sie mir eins, wie kann ich zwei Leute hingerichtet haben? Nico Bolten wird daher wegen zweifachen Mordes angeklagt. Frau Richter, will die Tasi zu dem Mandant Angaben machen zur Sache? Ich hoffe es. Ich habe auf jeden Fall geraten, hier heute Angaben zu machen. Wie wollen Sie es halten, Herr Bolten? Ja, das Einzige, was ich zu Ihrer Anklage sagen kann, ist, dass ich Annas Eltern nicht erschossen habe. Ich habe mit dem Fall auf jeden Fall nichts zu tun und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Denkst du, ich bin doof oder was? Ich habe dich doch gesehen. Du warst der Einzige bei uns im Haus. Meine Eltern hatten von Anfang an recht. Deine scheiß Vorstrafen hätten mir eine Warnung sein sollen. Was ist das jetzt? Kann ich mich jetzt wieder rübersetzen? Herr Bolten, Sie setzen sich dann rüber, wenn ich es Ihnen sage. Frau Maurer, ich habe Sie als Nebenklägerin zugelassen, weil es ja bei dieser Geschichte um den Tod Ihrer Eltern geht, die da erschossen worden sind. Und weil Sie die Vorstrafen des Angeklagten gerade ansprechen, möchte ich dazu nur auszugsweise das kurz verlesen, damit wir es alle wissen, worum es geht. Bundeszentralregisterauszug für den Beschuldigten Nico Bolten. Urkundenerdrückung, Unterdrückung, versuchter Diebstahl. Da gab es noch Verwarnungen als Jugendlicher. Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln, aber zum Schluss eben auch Hehlerei. Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung und 40 Autoradios hatte man da. Frau Sage, das sind doch alles olle Kamellen. Das hat doch jetzt nichts hier mit der Sache zu tun. Habe ich gesagt, dass es was mit der Sache zu tun hat? Jetzt können Sie sich neben Ihrer Verteidigerin setzen. Danke. Frau Maurer, ich muss den Verfahrensbeteiligten noch mitteilen, dass sich noch ein gewisser Zeuge Tom Behling gemeldet hat. Das müssen Sie doch kennen, Freund von Ihnen, oder? Was hat der denn jetzt mit der Sache zu tun, Tom? Frau Tasic, können Sie das nicht irgendwie rückgängig machen? Der hat doch hier nichts zu suchen. Jetzt warten Sie doch erst mal ab, vielleicht nutzt uns der Herr Behling was. Ja, das glaubt wird selig. Aber zunächst einmal, Frau Maurer, Sie waren im Haus, als Ihre Eltern erschossen worden sind. Deshalb möchte ich mit Ihnen beginnen als Zeugin. Nehmen Sie bitte hier vorne. Frau Maurer, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, ist Ihnen bekannt. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann aber schweigen bei Gericht, nämlich dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Das sage ich nur rein vorsorglich. Frau Maurer, Ihr Vorname ist Anna, Sie sind 18, wohnen in Wendorf und sind noch Schülerin. Ne? Ich mache dieses Jahr mein Abi. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Richtig. Sie haben am 29. November um genau 20.22 Uhr, das wird ja aufgezeichnet bei der Polizei, per Handy die Polizei gerufen, Notarzt, weil Sie zwei Schüsse gehört haben. Mhm. Ja, ich glaube, Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Gefühl für mich gewesen ist. Ich war oben in meinem Zimmer und dann habe ich auf einmal gehört, wie meine Mutter ganz laut Nein geschrien hat, mehrmals hintereinander. Und dann sind plötzlich zwei Schüsse gefallen und dann habe ich nur noch gehört, wie die Tür zugeknallt ist. Und dann war alles mucksmäuschenstill. Frau Maurer, Sie haben ja damals schon bei der Polizei gesagt, dass es kurz vorher eine heftige Auseinandersetzung gegeben hat zwischen Ihren Eltern und Ihrem Freund Nico. Hatten Sie zumindest eine Art Vorstellung, warum es überhaupt gegangen sein könnte bei dieser Auseinandersetzung? Ich habe leider keine Ahnung. Ich war an dem Tag überhaupt gar nicht mit Nico verabredet. Ich weiß gar nicht, was der Bob uns zu suchen hatte.
Ich war oben in meinem Zimmer und habe für eine Klausur gelernt und dann hat es eben geschellt. Naja, aber ich habe mir keine Gedanken darum gemacht, weil ich dachte, das ist Besuch für meine Eltern und die würden die Tür aufmachen. Und dann bin ich erst runtergegangen, als ich meinen Vater gehört habe. Der hat vollkommen hysterisch rumgeschrien. Ich habe meinen Vater noch nie so erlebt. Und meine Mutter, die war auch ganz außer sich. Die war richtig wütend. Aber ich weiß nicht, worum es gegangen ist. Keine Ahnung. Sie haben auch nicht nachgefragt, dann, als Sie nach unten gegangen sind? Ja, ich bin nicht dazu gekommen. Natürlich bin ich runtergegangen, weil ich wissen wollte, was der Grund ist. Aber meine Mutter hat mich sofort wieder raufgeschickt. Und dann bin ich erst mal stehen geblieben, weil ich wollte verdammt noch mal wissen, was hier los ist. Aber meine Mutter, die hat mich so wütend angeguckt und richtig ernst. Ich habe meine Eltern noch nie so erlebt. Mein Vater, der hatte überall Schweißperlen, weil er sich so aufgeregt hat. Und meine Mutter, die... Mein Gott, das sah aus, als würde die gleich platzen. Und dann bin ich eben wieder hochgegangen. Sie haben also das Wohnzimmer verlassen, sind hochgegangen und dann? Was war das? Ja, und dann habe ich von meinem Zimmer aus gehört, dass der Streit noch eine Weile angedauert hat. Dann war es aber irgendwann ruhig. Ja, und dann habe ich plötzlich gehört, wie meine Mutter da fürchterlich laut Nein geschrien hat. Immer wieder hintereinander. Nein, nein, nein. Und dann sind zwei Schüsse gefallen und ich wollte gerade in dem Moment runtergehen. Aber als ich das gehört habe, da habe ich einfach Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass ich auch erschossen werde. Und dann bin ich oben in meinem Zimmer geblieben und habe mich unter meinem Bett verkrochen. Und dann habe ich die Polizei angerufen, als ich irgendwann gar nichts mehr gehört habe. Weil ich habe gedacht, die Polizisten könnten meinen Eltern vielleicht noch helfen. Wie war generell das Verhältnis zwischen Ihren Eltern und Ihrem Freund Nico? Ja, war nicht besonders gut. Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich Nico halt Ende Juli in so einer Kneipe kennengelernt habe. Und ja, die hatten sich eben was anderes vorgestellt. Die haben gedacht, ich bringe jemanden mit von meiner Schule, der auch Abi macht oder der vielleicht sogar schon Abi hat und gerade studiert. Und dann erzähle ich denen, dass Nico noch nicht mal eine Ausbildung hat und dass er sich nur mit so kleinen Jobs über Wasser hält. Und die waren natürlich nicht begeistert. Die haben halt, ja, haben sich halt was Besseres für mich vorgestellt. Ja, und dann habe ich den größten Fehler gemacht. Ich habe gesagt, dass Nico vorbestraft ist. Und von dem Tag an war die Sache für meine Eltern erledigt. Die wollten keine Beziehung zu Nico aufbauen. Die haben gesagt, Anna, du bringst den nicht mit hier hin. Der kommt hier nicht rein. Der räumt uns die Bude leer und sowas alles. Und ich habe immer wieder Streit gehabt mit meinen Eltern, weil ich nicht verstehen konnte, warum sie ihn nicht erst mal kennenlernen wollen, warum sie von vornherein so intolerant sind und immer Vorurteile hatten. Ja, aber jetzt kann ich verstehen. Kann ich das alles verstehen? Meine Eltern hatten von Anfang an recht. Was macht Sie so sicher, dass er die Eltern erschossen hat? Ich meine, beobachtet haben Sie ihn ja nicht dabei, ja, und oder? Ich bin mir trotzdem sicher. Er stand vor meinen Eltern und hat sich dermaßen mit meinen Eltern gestritten. Das reicht mir. Außerdem hatten meine Eltern keine Feinde. Mein Vater hat noch nicht mal eine Fliege kaputtgeschlagen, ja? Also wer soll es sonst gewesen sein, außer ihm? Dann kann ich doch nur festhalten, dass Sie vermuten, dass er es war. Es könnte theoretisch auch jemand anders gewesen sein. Nein, kann es nicht. Nein, definitiv nicht. Sie haben ihn ja nicht dabei gesehen. Ich glaube aber ihm, ich hab ihn dass gesehen, er sagt, er hat sofort ihr Elternhaus verlassen, als der Vater ihn dazu aufgefordert hat. Ist ganz klar, dass Sie das glauben. Aber es ist lächerlich, dass Sie ihm diese Geschichte abkaufen. Ich habe ihn gesehen, wie er da stand vor meinen Eltern und wie die drei sich dermaßen angeschrien haben. Frau Maurer, lassen Sie das mal vielleicht sein, gerade mit der Frau Tasic. Ich hätte auch noch eine Frage an Sie. Mir ist aufgefallen, dass vom Konto Ihrer Eltern regelmäßig Geld abgehoben worden ist. Und zwar jeden Monat, jeden zweiten des Monats eine größere Summe. Das waren damals, seit 1989 ging das so laut Ermittlungsakten, 500 D-Mark. Hinterher waren es dann 270 Euro. Können Sie mir sagen, was Ihre Eltern mit dem Geld gemacht haben? Herr Römer, auf was wollen Sie hinaus? Was soll das Ganze? Ich meine, ich gehe auch regelmäßig zum Geldautomaten und hebe da was ab. Das was ist denn da jetzt so besonders dran, dass da regelmäßige... Öfter als einmal im Monat dorthin. Frau Vorsitzende, ich habe das ehrlich gesagt auch für nicht erwähnenswert gehalten bis jetzt. Allerdings ist mir eben im Flur, ich konnte Ihnen das leider aus Zeitgründen vorher nicht mehr sagen, etwas übergeben worden von Carla Weber, der Schwester der Ermordeten. Und das lässt das alles im bisschen anderen Licht erscheinen. Mhm. Was sind das für Sachen? Was haben Sie da bekommen? Das ist eine Krankenakte einer gewissen Jennifer Hansen. Dann ist es ein Foto der Ermordeten in der Kluft einer Krankenschwester. Und vor allen Dingen eins, und das möchte ich Ihnen kurz vorlesen, ein Drohbrief anscheinend. Ich weiß genau, was ihr getan habt und dafür werdet ihr bezahlen. Und insbesondere in diesem Drohbrief sehen diese regelmäßigen Geldabhebungen doch ganz anders aus, meine ich. Ja, aber ich verstehe das nicht. Ich hätte doch mitkriegen müssen, wenn meine Eltern über so viele Jahre hinweg da irgendwelches Geld an irgendeine Erpresser zahlen würden. Das kann doch nicht sein. Und 1989, da war Nico noch ein kleiner Junge. Ich glaube nicht, dass ein kleiner Junge auf die Idee kommt, meine Eltern zu erpressen. Also dann kann doch Nico nichts damit zu tun haben. Aber Herr Römer, Sie haben die Kriminalpolizei doch schon informiert. Das läuft doch schon, ja? Ich meine, vielleicht ist es genau die Person, die wir suchen. Also ich möchte nur noch mal nachfragen. Schaffen Sie nicht zu viel Hoffnung für sich und Ihren Mandanten, aber die Kriminalpolizei weiß selbstverständlich Bescheid und untersucht und versucht insbesondere diese Jennifer Hansen zu finden, um da irgendwie ein bisschen Licht hineinzubringen.
noch Fragen an die Zeugin Maurer. Nein. Im Moment bleibt unvereidigt. Sie nehmen Sie wieder neben dem Staatsanwalt wieder Platz. Peter Korn, bitte, den Polizeibeamten, der als erst am Tatort gewesen ist. Herr Korn, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Herr Korn, Belehrung kann ich kurz fassen. Das wissen Sie als Polizeibeamter, dass man die Wahrheit sagen muss. Peter ist Ihr Vorname, Sie sind 39, wohnen in Wendorf und sind Polizeibeamter vom Beruf mit Dienstgrad Polizeiobermeister. Und mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist korrekt, ja. Aussagegenehmigung liegt mir vor. Herr Korn, Sie sind am 29. November als erster Beamter am Tatort gewesen. Wie das? Ja, ich hatte schon meine Schicht beendet und dann fahre ich gerne noch mal in meinem Privatauto so rum und höre den Polizeifunk, einfach um zu entspannen. Und da kam auf einmal die Meldung durch, dass in der Wiesenallee zwei Schüsse gefallen sind und dass seitdem dort nichts mehr zu hören war. Ich war gerade in der Nähe, ungefähr zwei Straßen weiter und habe dann über Funk durchgegeben, dass ich halt in der Nähe bin und direkt zum Tatort fahren möchte. Das hat man Ihnen gestattet. Welche Situation haben Sie vor dem Haus vorgefunden? Ja, ich habe mich natürlich zunächst ganz vorsichtig dem Haus genähert. Ich wusste ja nicht, ob der oder die Täter noch im Haus sind. Ja. Als mir dann aber nach einer gewissen Zeit klar war, dass da keiner mehr drin ist, bin ich zum Haus gegangen und habe geklingelt. Es hat aber keiner aufgemacht. Also habe ich gerufen, laut geklopft und dann hat irgendwann Frau Maurer im ersten Stock das Fenster aufgemacht und sie hat mir dann den Haustürschlüssel runtergeschmissen. Sie hatte leider sehr viel Angst, selber runterzukommen. Und dann sind Sie in die Wohnung gegangen und dann haben Sie das Ehepaar Maurer im Wohnzimmer aufgefunden, ermordet. Ja, leider. Und ich konnte den beiden nicht mehr helfen. Es war schrecklich. Es war ein ganz schreckliches Bild. Die beiden lagen auf dem Boden. Und erst als ich gucken wollte, ob irgendwo noch Pulsschlag bei den beiden zu merken ist, habe ich gesehen, dass ihnen rücksichtslos in den Kopf geschossen wurde aus nächster Nähe. Es war eiskalt. Es war eine Hinrichtung. Und Herr Korn, Sie haben gesagt, als Sie auf dem Weg zum Haus der Familie Maurer waren, da ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen. Ja, genau. Können Sie das bitte hier noch mal vortragen? Ja, das habe ich den Kollegen von der Kripo auch schon erzählt. Ich habe das erst gar nicht mit den Schüssen in Verbindung gebracht, aber ich habe ein paar hundert Meter weiter einen jungen Mann wegeilen sehen. Und erst als mir die Kollegen von der Kripo Fotos vom verdächtigen Nico Bolten gezeigt haben, ist mir klar geworden, dass er derjenige war, der vom Tatort weggelaufen ist. Jetzt sagen Sie weglaufen? Eben sagten Sie wegeilen. Der Mann, den Sie als Angeklagten wiedererkannt haben, ist er jetzt schnell gegangen, schnell weggelaufen? Wie beschreiben Sie mir das? Ja, er ist nicht richtig schnell gelaufen, aber hat sich schon sehr schnell bewegt. Man hat ihm angemerkt, dass er möglichst schnell weg wollte vom Tatort. Und er hat sich ständig noch umgedreht und deswegen ist mir das Ganze ja überhaupt erst aufgefallen. Herr Bolten, sollen Sie sich umgedreht haben? Also ich habe ihn nicht gesehen. Zumindest ist er mir jetzt nicht direkt aufgefallen. Waren Sie in Uniform? Nein, ich ziehe mich direkt nach Dienstschluss immer um. Noch Fragen an den Zeugen Korn? Nein. Bleibt unvereidigt. Herr Korn, Sie können gehen oder hinten Platz nehmen, wie Sie wollen. Tom Behling, bitte. Ein Freund ist angeklagt. Herr Behling. Herr Behling, nehmen Sie Platz. Sag mal, was kannst du mir sagen, was du hier machst? Was suchst du hier? Geh mal nicht ins Hemd, ich will dir nur helfen. Ja, wie helfen? Du hilfst mir am meisten, wenn du deine Sachen packst und wieder gehst. Herr Bolten. Und Sie würden mir ungemein helfen, wenn Sie sich zurückhalten. Denn ich beginne normalerweise mit der Belehrung eines Zeugen. Tom ist Ihr Vorname. Sie sind 23 Jahre alt, wohnen in Wendorf, sind Aushilfe in einer Tankstelle. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Und dass man die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie. Man kann aber schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. 55, aber rein vorsorglich. So, Herr Behling, Sie haben ausrichten lassen, dass Sie dem Gericht erklären könnten, warum der Angeklagte auf jeden Fall unschuldig sein müsse. Wie kommen Sie darauf? Sie wissen ja, worum es hier geht. Weshalb kann Ihr Freund das Ehepaar Maurer nicht erschossen haben? Naja, zu den Morden selbst kann ich jetzt nichts sagen. Ich meine, ich bin ja nicht dabei gewesen. Aber Nico kann die Eltern von Anna gar nicht umgebracht haben, meiner Meinung nach. Ich meine, wenn ich das schon höre, Doppelmord, weil die beiden Alten gegen die Beziehung gewesen sind. So ein Schwachsinn. Ich meine, Nico hat Anna doch gar nicht geliebt. Die ist ihm völlig egal gewesen. Was? Glaubst du, der ist aus reinem Zeitvertreib mit mir zusammen gewesen so lange? Meiner Meinung nach schon. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum es seit Ende Juli mit dir zusammen ist. Hey Nico, was erzählt Tom da? Kannst du mir das bitte erklären? Hallo! Ja gut, aber können Sie die Aussage auch irgendwie belegen? Ich meine, Ihr Freund stützt das ja anscheinend nicht. Haben Sie irgendwelche Beweise, sag ich mal, dafür, für Ihre Theorie? Oder ist das jetzt ein reines Leumundszeugnis, was Sie ablegen wollen, um ihn da irgendwie rauszureiten? Nico hat Anna betrogen. Nicht einmal, nicht zweimal, ständig. Jetzt gucken Sie sich Anna mal an. Würden Sie sagen, das ist eine Frau, der man fremdgeht? Ich wäre froh, so eine Frau zu haben. Die würde ich hüten wie meinen Augapfel. Und trotzdem,
Ich hab ihn irgendwann mal gefragt, ob er nicht Angst hätte, dass Anna irgendwann mal dahinter kommt. Und er meinte, dass er dann froh wäre, dass das Schauspiel dann endlich ein Ende hätte. Nico, ich meine, ein bisschen komisch ist das schon, oder? Betrogen hast du mich? Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Herr Bolten, stimmt das, was Herr Behling sagt? Ja, der Tom redet manchmal viel, wenn der Tag lang ist. Raffst du es noch? Ich bin hier, um dir zu helfen, Mann. Ja, und ich glaube, ich kenne Tom mittlerweile schon so gut, dass ich weiß, dass der hier nicht aussagen würde, wenn er irgendwelche Fantasien von sich geben würde. Anna, du weißt nicht, worum es geht. Herr Bolten, dann klären Sie uns doch bitte auf. Was hat denn Ihr Freund damit gemeint, wenn er sagt, Sie hätten ihm gegenüber geäußert, das ganze Schauspiel soll ein Ende haben? Was soll das heißen? In Bezug auf die Beziehung zu ihr? Ja. Wenn es Ihnen irgendwie helfen kann, dann reden Sie doch jetzt. Scheiße. Ja, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, es war ein Job. Quasi. Ich wurde beauftragt, mich an Anna ranzumachen. Du warst wegen einem Job mit mir zusammen? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, oder? Ja, sorry, aber es ist halt so gewesen. Ich glaub, wann und von wem nicht. Sind Sie dazu beauftragt worden, Herr Bolten? Das Ganze war letztes Jahr im Juli. Das Ganze lief über einen Mittelsmann, der Kalle von der Trinkhalle. Hat mich beauftragt, aber probieren es gar nicht erst. Der wird abstreiten, mich zu kennen, der wird Ihnen nichts sagen. Werden wir das schon mal sehen, ne? Sie haben überhaupt gar keine Ahnung, keine Vermutung, wer der Auftraggeber war? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, der Kalle hat mir einfach gesagt, hast du Lust, da gibt's einen Job, ohne dir die Finger dreckig zu machen, kannst du da Geld verdienen. Und ich habe gesagt, ja, das Leben ist halt kein Ponyhof, da kann ich mir gut was nebenbei verdienen. Und 500 Euro monatlich, das Ganze ist über ein Postfach gelaufen und ja, weiteres wollte ich nicht wissen. Was hat der Kalle Ihnen denn gesagt, warum Sie sich ausgerechnet an die Frau Maurer heranmachen sollten? Mein Auftrag war es, rauszubekommen, ob die Anna adoptiert ist. Adoptiert? Du weißt ganz genau, ich bin nicht adoptiert. Also was erzählst du hier für einen Schwachsinn? Was hast du dir für eine Story ausgedacht mit Tom, hä? Anna, das ist keine Story. Ach, ich glaub dir kein Wort. Ich glaub euch beiden kein Wort. Das ist doch lächerlich, was sie hier erzählt. Adoptiert. Es tut mir leid, wenn ich mit deinen Gefühlen irgendwie gespielt habe, aber ja, ist schon das gut, ist so viel Geld schon für mich gut. Gewesen. 500 Euro. Ach, halt dein Maul, okay? Ich glaub dir kein Wort Frau hier. Frau Maurer, bitte, Herr Bolten, so kommen wir nicht weiter. Am 29. November waren Sie ja im Haus der Maurers unverabredet. Mit ihr wollten Sie sich ja nicht treffen. Sind Sie da auch von diesem anonymen Auftraggeber dahingeschickt worden? Ja, also ich hatte mich nicht mit der Anna verabredet, sondern im Postfach lag an dem Tag ein Zettel, wo drauf stand, ich soll zu ihren Eltern hingehen und soll fragen, ob sie eine Jennifer kennt, die drogenabhängig ist. Eine Jennifer, die drogenabhängig ist? Ja, wie gesagt. Aber merkst du eigentlich, dass dir hier niemand glaubt? Das ist einfach nur lachhaft, was du hier von dir gibst. Das ist die Wahrheit. Ich kann, wie gesagt, ich bin hingegangen und dachte, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe es einfach gefragt und die sind total ausgeflippt. Der Herr Maurer hat mich angeschrien. Ich dachte, der springt mir gleich an die Gurgel. Und als nächstes, ja, habe ich geguckt, dass ich die Biege mache, weil das Pflaster wurde mir da einfach zu heiß. Was du da erzählst. Und ich habe die beiden nicht ermordet. Ach, glaub mir das doch mal. Wer denn sonst, verdammt? Frau Maurer, etwas ist wirklich seltsam, denn in dieser Patientenakte, die ja die Staatsanwaltschaft bekommen hat von ihrer Tante, da ist ja zusammen mit diesem Erpresserschreiben, das wir ja schon gehört haben, da steht Jennifer Hansen als Patientin und mindestens zweimal, ich habe es jetzt nicht durchgeguckt, mindestens zweimal, muss sie wegen übermäßigen Drogenkonsum in der Klinik gewesen sein. Ja, ich denke, das wird die Jennifer sein. Wie gesagt, die sind total ausgefrickt und haben mich gefragt, was ich weiß und dass sie sich nicht erpressen lassen. Frau Vorsitzende, vielleicht kann ich mal kurz nachhören bei der Kripo. Vielleicht hat die schon etwas rausgefunden, was die Frau Hansen angeht. Tun Sie mir den Gefallen. Ja, so kommen wir jetzt im Moment nämlich nicht weiter. Ja. Christoph, grüß dich, Bernd hier. Ich wollte mal fragen, ob ihr schon was rausgefunden habt bezüglich... Ja. Das ging aber sehr schnell. Ein Durchsuchungsbeschluss, wo habt ihr den denn her? Entweder okay. Selber gemacht oder vom Gericht. Wo seid ihr denn jetzt? Auf dem, alles klar. Gut, dann treffen wir uns vor dem Saal, ja? Dann erzählst du mir weiteres. Danke dir, bis gleich. Tschüss.
Frau Vorsitzende, die Kriminalpolizei hat tatsächlich Jennifer Hansen bereits ausfindig machen können. Sie sind über die Jennifer Hansen dann zu einer weiteren Frau gekommen, einer Frau Ellen Graumann. Die Verbindung ist mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz klar geworden aus dem kurzen Telefongespräch. Der Beamte ist auf dem Weg hierher auf dem Gerichtsparkplatz. Wir könnten uns kurz vor dem Saal treffen. Dann könnte er mir kurz vorab ein paar Informationen dazu geben und dann kann ich Ihnen das bitte, Herr Staatsanwalt, drüber. Nur wenn es länger dauern sollte, sagen Sie bitte Ich denke, Bescheid. Es geht recht schnell ab, sonst komme ich rein. Danke. Tun Sie mir den Gefallen, dass ich die Zeit dann irgendwo sinnvoll nutzen kann.